Springer G3 schlägt Läufer F5. Oh, wirklich schön. Was wird Lennart tun? Gibt er den Bauern auf oder seine Position? Oh, wir würden sehen. Lennart, fertig? Fertig. Los! Weggerutscht, verdammt. Zu dumm, du kennst die Regeln des Geheimagenten Laser-Hindernisschachs. Lennart ist wieder tot, Sheldon, du bist dran. Trotz meiner leidenschaftlichen Liebe für Schach, Lasergeräte und Desinfektionsmittel aus Sprühdosen muss ich absagen. Wieso? Weil es schon fast 11 Uhr ist. Und? Und Pennys neue Regel lautet, vor 11 Uhr klopfen verboten, sonst springe ich dir in die Gurgel. Oh. Hey, ich habe eine tolle Idee. Wir holen uns ein paar Mädels her und spielen Laser-Hindernis-Strip-Schach. Glaub mir, Howard, die Mädchen, die bereit wären, da mitzuspielen, willst du gar nicht nackt sehen. Da unterschätzt du mich aber. Penny! 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 Hey, Sheldon. Es ist 11 Uhr. Ich weiß, keine Gefahr. Dieses Päckchen ist gekommen, als du arbeiten warst. Oh, gut, meine Strasssteine, vielen Dank. Entschuldige bitte. Was? Du musst hier unterschreiben. Was ist das? Durch meine Unterschrift für das Päckchen ist der Auftrag der Endzustellung vom Paketzusteller unmittelbar auf mich übergegangen. Jetzt musst du mir den Empfang des Päckchens bestätigen, damit ich vollständig abgesichert und nicht mehr haftbar bin. Sheldon, das ist nur ein Päckchen mit Strasssteinen. Der Inhalt ist unerheblich. Eine rechtsgültige Besitzüberlassung muss vorliegen. Ist dir das nicht geläufig? Niemandem würde das irgendetwas sagen. Komm her, ich zeig dir mal, was ich mache. Besitzüberlassung beschreibt in unserem Rechtssystem ein Verhältnis, bei dem der physische Besitz an persönlichem Eigentum oder persönlicher Habe von einer Person, dem Übergeber, auf eine andere Person, den Treuhänder, übertragen wird. Ja. Sieh nur hier, ich habe ein Unternehmen gegründet. Offensichtlich kein Reinigungsunternehmen. Nein, ich mache Blumenhaarspangen, siehst du? Ich nenne sie Pennys Blütentraum. Ich habe eine für mich selbst gemacht, da wollten die Mädchen bei der Arbeit auch alle eine. Dann habe ich sie einer Frau in der Altstadt gezeigt, die einen Laden für Kleinkram hat und sie sagte, sie würde die Spangen verkaufen. Ich sagte, okay. Und in einer Woche habe ich $156 verdient. Wie schön für dich, hier unterschreiben. Sheldon, verstehst du das nicht? Wenn es gut läuft, muss ich nicht mehr als Serviererin arbeiten. Aber wer bringt mir denn dienstags meinen Cheeseburger nach Hause? Eine andere Serviererin. Wie heißt sie denn? Ich kenne sie nicht. Eine Unbekannte? Lässt du mein Essen anfassen? Nancy, ihr Name ist Nancy. Ich glaube, das ist nur eine Erfindung. Sheldon, es tut mir leid wegen deinem Hamburger. Okay, ich will nur nicht den Rest meines Lebens Serviererin sein. Cheeseburger! Ich krieg einen Cheeseburger! Na schön, Cheeseburger. Vielleicht wäre ich mit Nancy besser dran. Und, was sagst du dazu? Das könnte doch ein Geschäft werden, oder? Wie viele kannst du davon machen an einem Tag? Ungefähr 20. Und welchen Gewinn machst du pro Pennys Blütentraum? So 50 Cent, ich weiß nicht genau. Natürlich nicht, na schön. $10 am Tag mal 5 die Woche mal 52 Wochen im Jahr sind $2600. Das ist alles? Und das noch vor Steuern. Ach, für das Zeug werde ich doch keine Steuern zahlen müssen. Ich fürchte, das Finanzamt vertritt da eine ganz andere Meinung. Aber wenn du moderne Marketingtechnik nutzen und deinen Herstellungsprozess optimieren würdest, wird daraus eventuell ein rentables Geschäft. Und du kennst dich mit sowas aus? Penny. Ich bin Physiker. Ich habe fundierte Kenntnisse über das gesamte Universum und alles, was darin ist. Wer ist Radiohead? Ich habe bedeutende Grundkenntnisse über die wichtigen Dinge innerhalb unseres Universums. Viel Glück. Sheldon, Moment noch. Könntest du mir zeigen, wie man damit mehr Geld verdienen kann? Natürlich könnte ich das. Sheldon, warte. Würdest du das auch? Um das hier klarzustellen, du bittest mich um Unterstützung? Ja.
Und dir ist klar, dass auch dazu gehört, dass ich dir Vorschriften mache? Das verstehe ich. Und dass du währenddessen keine sarkastischen oder abfälligen Bemerkungen machen darfst. Okay. Gut. Fangen wir mit der Prämisse an, dass alles, was du bisher in dieser Sache unternommen hast, falsch war. Oh, na sowas aber auch. Sarkasmus, auf Wiedersehen. Nein, es tut mir leid, warte, bitte komm zurück, komm! So, fertig. Alles klar. 12 Minuten und 17 Sekunden. Oh, nicht schlecht, was? Das sind 4,9 Pennyblüten pro Stunde. Basierend auf deinen Materialkosten und deinem Großhandelsverkaufspreis zahlst du dir im Endeffekt selbst $5.19 den Tag. Den Tag? Es gibt Kinder in indonesischen Schuhfabriken, die mehr verdienen als du. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Zweifel an meinen Mathematik? Nein, entschuldige. Soll ich dir meine Arbeit zeigen? Oh Gott, nein, nein, bitte nicht. Sag mir nur, was ich noch unternehmen könnte. Na gut. Bist du mit der Entwicklung vertraut, die der Einsatz von austauschbaren Teilen durch Honoré Blanc im Jahre 1785 nach sich zog? Die Fließbandfertigung natürlich. Okay, weißt du was? Wenn ich nicht sarkastisch sein darf, darfst du auch nicht herablassend sein. Das gehörte nicht zu unserer Vereinbarung und darauf lasse ich mich jetzt nicht mehr ein. Gut, von mir aus. Wie wollen wir Maschinen und Fließbänder in meiner Wohnung aufstellen? Du denkst an das bewegliche Montageband, ein zwar verständlicher, aber nicht entschuldbarer Fehler. Nein, das bewegliche Montageband wurde von Henry Ford im Jahre 1908 eingeführt. Diese Neuerung hat unsere moderne Konsumgesellschaft möglich gemacht, indem sie einen niedrigen Stückpreis der Ware ermöglicht hat. Das gehört wohl nicht zu den Themen, die auf deinem Radiohead diskutiert werden. Na los, sonst verpassen wir die Trailer der neuen Filme. Was ist mit dir? Einer meiner Testikel hat was abbekommen, als ich den Bauern schlug. Give me some time to blow. I'm a deep water sailor, just come from Hong Kong. To my way, hey, blow the man down. If you give me some whiskey, I'll sing you a song. Give me some time to blow the man down. Hallo? Hallo? Come quickly, lay aft to the break of the poop. To my way, hey, blow the man down. Oh, I help you along with the toe of my boot. Give me some time to blow the man down. Was ist bei euch los? Ich nehme an, du meinst das Seemannslied. Es ist ein rhythmisches Arbeitslied und steigert die Produktivität. Ja, es ist irre, aber es funktioniert. Diese Pennyblüte haben wir in weniger als 3 Minuten gemacht. Ja, fantastisch, aber es wirft eigentlich mehr Fragen auf, als es beantwortet. Penny stellt Haarschmuck her und ich helfe ihr im Moment, das Herstellungsverfahren zu optimieren. So, die Pause ist vorbei. Pay attention to order now, you one and all. Moment mal, was nehmt ihr eigentlich als Bindemittel? Heißkleber. Ist das dein Ernst? Jedes Cyanoacrylat leistet eine bessere Arbeit. Nein, das geht nicht. Die Blumen sind zu porös. Und wenn wir die Unterseite mit RTV-Silikon bestreichen, um eine bessere Auflagefläche zu schaffen? Interessant. Gute Frage. Was hast du für Absatz- und Vertriebswege? Naja, die Kolleginnen bei meiner Arbeit und der schnucklige Laden in der Altstadt. Sie sind praktisch gar nicht existent. Ich glaube, für den Anfang richten wir im Internet ein E-Commerce-System ein. Wozu überhaupt noch einen Mittelsmann? Wir installieren in Ihrem Schlafzimmer eine kleine Serverfarm mit stationärem Provider. Dann braucht sie ein industrielles Kühlsystem. Natürlich, aber bevor wir eine Marketing- und Vertriebsstruktur aufbauen, sollten wir die Optimierung des Herstellungsverfahrens abschließen als erstes. Das Problem mit der feuchtigkeitsinduzierten Verklumpung des Glitzerstaubs. Ja, es ist mörderisch. Ach, das habe ich schon mal gesehen. Wo? Bekanntes Stripperin-Problem. Sie tanzen, sie schwitzen, es verklumpt. Denkst du an ein Trocknungsmittel wie Calciumsulfat? Eigentlich denke ich an diese Stripperin namens Vega. Ja, aber klar, Calciumsulfat könnte hinhauen. Denken wir doch mal ganz unkonventionell. Wie wär's mit einem Molekularsieb? Oh. Ich hätte in der Küche ein Spaghetti-Sieb. Wow.
Hey, lassen wir aus dem Chemielabor etwas mikroporöse Aktivkohle mitgehen. Oh, sehr gut. Ja, Ratsch, hol doch schon mal mit Howard die Aktivkohle. Lennart, du fängst schon mit der vorläufigen Gestaltung einer Website an. Ich schaffe in unserer Wohnung ein bisschen Platz, um den Fertigungsprozess dorthin zu verlegen. Was stimmt denn mit meiner Wohnung nicht? Es ist nicht meine Wohnung. Warte, warte, was soll ich denn tun? Hey, es ist dein Geschäft. Du kannst tun, was du willst. Oh. Okay, cool. Ich glaube, ich mache ein Nickerchen. Noch feile ich daran, aber ich habe da schon mal eine allgemeine Vorstellung von der Website. Also, was sagt ihr dazu? Nein, egal wie ich es sagen würde, ich würde seine Gefühle verletzen. Okay, was ist falsch daran? Was falsch daran? Nicht du, dich habe ich nicht gefragt. Penny? Naja, es ist ein bisschen infantil, weißt du? Es sieht eher aus wie die MySpace-Seite einer 13-Jährigen. Das stimmt doch nicht. Oh, damit könnte sie für die Polizei Triebtäter anlocken. Penny, dies ist dein Unternehmen, also musst du letztendlich entscheiden. Aber ausgehend von der Qualität seiner Arbeit würde ich dringend empfehlen, dass wir Lennart entlassen. Was, du willst mich feuern? Was ich will, ist unerheblich. Es ist Pennys Entscheidung. Penny? Entschuldigt mal, wenn meine Arbeit so schlecht war, warum haben wir dann schon Bestellungen? Tatsächlich? Seht doch. Mrs. Fiona von Dell aus Huntsville, Alabama will gleich zwei. Ohne Scheiß, zwei? Aha, sogar mit Kommentar. Danke, Pennyblüten. Sie sind ideal, um meine kahlen Stellen abzudecken. Oh, ja, das ist aber lieb. Kahle Flecken abdecken, das ist in erster Linie ein männliches Problem. Vielleicht können wir unseren Markt erweitern. Wie sollen wir denn Blumenhaarspangen an Männer verkaufen? Wir tun Bluetooth dazu. Oh. Absolut genial, Männer lieben Bluetooth. Moment mal, Augenblick. Ihr wollt Haarspangen machen mit Bluetooth? Ja, Penny. Alles ist viel besser mit Bluetooth. Oh, verdammt, eben hat jemand gleich 1000 deiner Pennyblüten bestellt. Das kann nicht sein. Wer braucht 1000 funkelnde Blumenhaarspangen mit Strasssteinen? Der Verein der Schwulen, Lesben und Bisexuellen von East Rutherford, New Jersey fürs 5-Jahres-Jubiläum. Oh, noch ein Markt, in dem man expandieren kann. Schwule mit schütterem Haar. Und ich wette, Lesben lieben auch Bluetooth. Wir sollten an die Arbeit gehen. Warte, warte, warte. Wieso steht da Expresslieferung? Seit wann bieten wir Expresslieferungen an? Amazon bietet auch Expresslieferungen an. Ja, aber die kleben die Bücher nicht vorher noch zusammen. Wie in aller Welt sollen wir 1000 Pennyblüten an einem Tag herstellen? Schrei mich nicht so an. Ich bin nicht der Hersteller. Ich mache nur das Webdesign. Okay, ich werde Sie anrufen und die Bestellung stornieren. Entschuldige mal, aber war das nicht dein Ziel, finanzielle Unabhängigkeit durch unternehmerische Brillanz und Innovation zu erreichen? Durch meine Brillanz und Innovation natürlich und dennoch. Ich weiß einfach nicht, wie wir das schaffen sollen. Nein, nein, genau das sind nur Ausflüchte und Selbstzweifel. Das entspricht gar nicht amerikanischem Unternehmergeist. Hat Davy Crockett in Alamo aufgegeben? Oder Jim Bowie etwa? Sie haben nicht aufgegeben, sie wurden massakriert. Von ungefähr abertausenden wütenden Mexikanern. Na gut, lass es mich so sagen. Deine Bruttoeinnahmen aus dieser einen Bestellung werden über $3000 betragen für eine Nacht Arbeit. Dann fangt schon mal an. Was tust du da? Ich gehe online und kaufe mir Schuhe. She'll be coming round the mountains when she comes. When she comes. She'll be coming round the mountains when she comes. When she comes. She'll be coming round the mountains. She'll be coming round the mountains. Wenn ich meine Samstagabende damit verbringen wollte, hätte ich auch in Indien bleiben können. Ach, hör doch auf mit deinem erfundenen dritte Weltscheiß. Dein Vater ist Gynäkologe und ihr hattet ein Haus voller Dienstboten. Wir hatten nur 4 Diener und 2 davon waren Kinder. When she comes. Wie ist unser Stand? Wir haben 128 Pennyblüten versandt fertig. Oh Gott, wir werden niemals rechtzeitig fertig. When she comes. Oh, halt. Ich glaube, ich höre da negative Äußerungen in der Belegschaft. Na und? Penny, die Belegschaft ist ein lebender Organismus, der sorgsam gehegt werden muss. Jedes kontraproduktive Genörgel muss vom Management geschickt abgewogen werden. Pass auf. Hey!
Nicht so viel reden, mehr arbeiten. Gute Ansage. Danke. Wenn die eine Gewerkschaft gründen wollen, gib mir Bescheid. Someone's in the kitchen with Dinah. Someone is in the kitchen. Someone's in the kitchen, I know, ho, ho, ho. Someone's in the kitchen with Dinah. Sheldon, Sheldon. 'Cause I owe my soul to the company store. Möchtest du vielleicht einen Kaffee? Nein, ich trinke keinen Kaffee. Hör mal, wenn du nicht wach bleibst, werden wir niemals rechtzeitig fertig. Tut mir leid, Kaffee kommt nicht in Frage. Als ich nach Kalifornien zog, habe ich meiner Mutter versprochen, mich nicht auf Drogen einzulassen. Leonard, sag du was. Sheldon, wir müssen noch 380 von diesen Dingern machen. Und ich habe vollstes Vertrauen, dass ihr das schafft. Gute Nacht. Leonard! Ja, nein, nein. Aber Sheldon, ohne deinen Einblick und deine Führung wird dieses ganze Unternehmen ganz sicher scheitern. Da hast du ja recht. Hier, das wird dir helfen. Na, meinetwegen. Aber wenn das zu Opiaten und Halluzinogenen führt, wirst du dich von meiner Mutter verantworten müssen. Seht euch das Plancksche Wirkungsquantum an. Die Leute sagen, es sei willkürlich. Es könnte nicht weniger willkürlich sein. Wenn es so ein bisschen anders wäre, würde das Leben, wie wir es kennen, nicht existieren. Peng! Jetzt lass uns das Argument noch mal betrachten, und zwar, wenn die Entropie umgekehrt wird und die Wirkung der Ursache vorangeht. Dann lässt sich ein Universaluniversum vorstellen, das sich nicht vom Zentrum aus ausdehnt. Nein, es zieht sich zurück aus einem möglichen Universaluniversum. Peng! Das wäre ein Raum, in dem wir alle im Grunde genommen Alice hinter den Spiegeln sind und vor der Roten Königin stehen und man uns einen Keks anbietet, mit dem wir unseren Durst löschen können. Peng! In einem anderen Universum, natürlich, nennen wir es Hauptuniversum, gibt es einen anderen Sheldon, nennen wir ihn Hauptsheldon. Er wäre besser ins Bett gegangen. Peng. Unfassbar, dass uns das gelungen ist. 1000 verdammte Pennys Blütentropfen. Ich kann euch gar nicht oft genug sagen, wie dankbar ich für eure Hilfe bin. Von jedem Dollar, der reinkommt, erhaltet ihr 20 Cent. Das ist eine gesamte Gewinnspanne. Oh. Dann vergesst es. Ich drück mal die Versandaufkleber aus. Oh, oh. Was ist? Wir haben eine E-Mail vom Verein der Schwulen, Lesben und Bisexuellen von East Rutherford, New Jersey. Sie wollen noch weitere 1000 Pennys Blütenträume. Wirklich? Expresslieferung. Ich muss das echt von der Website nehmen. Okay, na gut, dann sollten wir wohl besser anfangen. Das kann doch wohl nicht dein Ernst sein. Na, hört mal, was ist mit dem lebendigen Organismus der Belegschaft und dem amerikanischen Unternehmergeist? Und Jiminy Cricket in El Alamo? Davy Crockett, Jiminy war eine Grille bei Pinocchio. Ja, ich weiß, okay, ich bin müde und ich habe 1000 Kaffee getrunken, aber wenn wir zusammen an einem Strang ziehen, kriegen wir das hin. Wer ist mit dabei? Penny, auch wenn es dir schwerfällt, das zu glauben, wir haben auch noch ein Leben. Oh. Leonard? Ich kann nicht. Ich bitte die Schwulengemeinschaft von East Rutherford, New Jersey um Entschuldigung. Zoom, zoom, zoom! Wo ist der Kaffee? Alles ausgetrunken. Kein Problem. Ich bin wieder zurück, bevor diese Banane auf dem Boden aufschlägt. Summ, 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 summ! Summ, summ, summ! Ja! Entschuldigt, Leute, aber Geheimagenten-Laser-Hindernis-Mittagessen ist einfach blöd.